Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und ich sehe gerade, dass unsere Schwalben fast alles sind. Wir haben auch, ja, nicht ganz so viel Energie. Deswegen nutzen wir die Schwalbe doch direkt mal. Und wir können eigentlich auch direkt nochmal absolut von Raffat des Weisen nehmen. Und dann können wir eine Runde pennen. Schon ist alles wieder aufgefüllt. Gut, wir sind jetzt hier im Vorratslager quasi des Riesen. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir in der Folge heute, ob wir da den Riesen schon treffen. Oder ob das eben, ja, nicht der Fall ist. Muss ich nochmal kurz orientieren. Okay, das hier ist eigentlich der Weg, von dem wir hätten kommen müssen, glaube ich. Wenn wir den normalen Weg gelaufen wären. Genau, sind wir aber nicht. Und da es hier auch nichts weiter Spannendes zu geben scheint, gehen wir direkt wieder zurück. Ich glaube, wir hatten auch zum großen Teil die Vorratskammer uns angeschaut. Oh, hier haben wir noch was. Axiglyphen. Was will ich denn bitte schon mit Axiglyphen? Ah, hier haben wir noch ganz doll sehr viel. Da das ja wahrscheinlich mal der Ort war, wo wirklich sehr, sehr viele von diesen Skelligern sich rumgetrieben haben. Gibt es hier natürlich auch viel Alkohol, den wir teilweise gebrauchen können. Das Bier eigentlich nicht, aber ich habe gerade keinen Bock, wieder alles mitzunehmen, außer das Bier. Und ganz viele Leichen liegen auf dem Boden und haben... Krass, hat wirklich jeder einzelne Skelett hier ein paar Floren drin, oder wie? Sieht ganz danach aus. War's das? Nein, einer ist noch mindestens. Noch einer und... Das war's jetzt aber. Hat sich also schon mal gelohnt, für diese ganzen Floren hier abgeschlossen. Ja. Kommen wir da von der anderen Seite aus ran? Naja, das scheint mir... Das scheint mir ein wirklich einzelner, abgetrennter Ort zu sein. Ich überlege halt nur, ob ich hier irgendwie anders hinkomme. Vielleicht können wir das System austricksen. Ich glaube, wir kommen auch einfach von hinten ran. Also ich glaube, wir können um das Haus rumgehen und kommen dann rein. Und Geralt will jetzt hier auch nicht... Geralt will jetzt hier auch leider nicht drüber klettern. Deswegen schauen wir mal, ob wir irgendwie von hinten rankommen. Sieht leider gerade nicht so gut aus. Vielleicht von der anderen Seite aus. Ich hab doch gerade den Geist gehört. Komm, Geralt, du kannst da hochspringen. Verdammt nochmal. Oh nein, oh nein. Scheiße, Mann. Oh, das war ja richtig gut. Was? Geralt, wo rutschst du denn hinten? Hör auf. So, und jetzt bitte kletter da hoch. Sehr gut. Komm, hier müssen wir auch noch hoch. Komm, komm, komm. Ja. Ich hatte schon Angst, dass ich einen riesen Umweg gehen muss. Also wenn wir jetzt von der anderen Seite rangehen wollen, dann müssen wir durchs Haus durch, logischerweise. Fickt euch doch mit eurem... Oh, habe ich gerade fickt euch gesagt? Ja, leider. Ja, mit eurem Scheiß abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Was soll denn dieser Dreck jedes Mal? Als wenn das irgendjemand abgeschlossen hätte. Wenn, dann ist es verriegelt oder so, aber nicht abgeschlossen. Na, also... Und wehe, das hat sich jetzt nicht gelohnt, hierher zu gehen. Wehe, wehe, wehe. Die Wundersterikaniens haben wir zum Beispiel schon. Tabakspfeife brauche ich eigentlich nicht. Tagebuch eines Feuerschluckers hatten wir schon. Wundersterikaniens zweimal. Bier und Schnaps. Und naja, gut. Nochmal zweimal Zwergenschnaps und dieser komische Wodka, glaube ich. Damit kann man leben, die Sachen sind nicht komplett sinnlos, aber wenn da zum Beispiel jetzt ein, zwei Bücher dabei gewesen wären, die ich noch nicht kenne, die ich noch nicht gelesen habe, dann hätte ich mich da logischerweise deutlich mehr drüber gefreut, als über den Schnaps. Komm, die Truhe hat, die hat doch gerade noch geleuchtet. Verarscht mich nicht, die hat doch gerade noch geleuchtet. Spult zurück, schaut euch nochmal an. Die hat gerade noch geleuchtet, aber da hinten leuchtet noch was. Ach so, ja, weil da nur Schrott drin ist. Die Truhe hat auch gerade geleuchtet. Jetzt habe ich dieses scheiß Schwert mitgenommen. Ach komm, wir gehen einfach.
Jetzt hat auch die Tür da drüben geleuchtet. Wenn ich da jetzt hingehe, passiert auch überhaupt gar nichts. Wir gehen jetzt einfach zu dieser Stadt und schauen uns an, was da abgeht. Oh, wir könnten uns jetzt einfach hin schnell reisen. Machen wir jetzt auch, komm. Ich glaube zwar nicht, dass wir da jetzt schon diesen Riesen finden werden, aber darf gar nicht irgendwo anders sein. Aber wir sind zumindest schon mal richtig. Erkunde mit Hilfe seiner Hexensinne die Ruinen von Urska. Können wir in die Gebäude rein? Lasst mich raten. Abgeschlossen. Aber ich glaube, wir haben ja sowieso schon geguckt gehabt. Ja, hier waren wir schon mal drin. Wir sind ja von hier, glaube ich, gekommen aus der Richtung. Das heißt, wir waren maximal noch nicht da drin. Ja, da leuchtet noch was. Ich glaube, ich könnte es mir echt schenken, dieses ganze Zeug mir anzuschauen. Hier waren jetzt verschiedene Blumen und Kräuter drin. Vielleicht hat er hier ein Heiler, eine Kräuterhexe oder irgendwas in diese Richtung gelebt. Viel Bier. Sehr viel Bier. So, dann kontrollieren wir mal, was mit den Leichen hier abgeht. Kampfspuren. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Das bedeutet dann wohl, dass ich zu den Höhlen gehen muss. Der Riese hat sie gejagt. Ach ja, das ist ja hier die... Das ist ein Fußspur gewesen von dem Riese. Krass, die sind echt groß. Klappt doch mal. Echt so dermaßen viel Alkohol aus, passt sehr gut zu dieser Gegend hier oder generell halt zu dem Volk der Skelliger. Blut? Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Du sagst doch gar nichts. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Blut. Sehr viel Blut. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er den Typ nicht... Also der wird tot sein, der das Blut verloren hat. Jetzt seht ihr aber keine Spur mehr von dem Riese. Finde heraus, was Hjalmar aus Mannschaft in den Höhlen zugestoßen ist. Ich muss einen anderen Weg finden. Hä? Ach so, der Riese ist hier drüber geklettert, glaube ich, über diese Anhöhe. Und die Gejagten sind hier reingerannt, weil der Riese nicht reingepasst hat. Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Aha. Ich glaube, die Fackeln können wir uns schenken. Wir nehmen mal wieder Katze. Halt. Ne? Untersuchen, Geralt. Oh. Wir waren doch gerade eben noch ein Untersuchenzeichen. Wollen die mich verarschen? Ich habe das Gefühl, die wollen mir hier eins reindrücken in der Folge. Was ist denn da los? Also nicht untersuchen. Hier vielleicht. Nee. Na gut, dann gehen wir eben weiter. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Fuck. Muss ich mir jetzt etwa eine andere... Ist da unten... Ist da Wasser, oder? Also ich... Ich spring jetzt mal rein. Ich glaube, das ist Wasser. Komm schon. Gut. Kommt her. Wir wollen unter Wasser kämpfen. Oh, da liegt auch noch eine Leiche, sehe ich gerade. Schwarze magische Puppe. Kommt her! Sind das keine Monster, die tauchen können? Das sind doch solche Sirendinger, oder? Ach nee, das sind glaube ich Harpien, okay. Harpien können nicht tauchen. Sorry. Guter Schutz für uns. Wir schwimmen mal zum Rand. Oh fuck, jetzt habe ich natürlich die Fackel ausgewählt statt meine Armbrust. So, Schicht erledigt, aber wir bluten auch gerade, merke ich gerade.
Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Vielleicht da lang? Also es scheint eine riesige Höhle zu sein. Richtig geil. Da liegen irgendwelche Güter. Also die Höhle wurde wahrscheinlich mal irgendwann aus Lagerzwecken genutzt. Oder vielleicht waren das auch wieder irgendwelche Schmuggler. Und dergleichen. Banditen, Diebe und so weiter. Wie es aussieht, müssen wir... Oh, Moment, da sehe ich doch noch ein Fass. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. Und da oben sind wir gekommen. Ah, und hier scheint auch die Spur weiterzugehen. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Schade, und leider ist der Typ tot, wie es aussieht. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Kommt man da wieder raus? Hm. Zu dieser Riesenspur möchte er nichts sagen. Interessant. Sogar eine Brücke ist hier, also dann ist es vielleicht doch ein offizieller Ort gewesen. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Gute Frage. Sie hätten sich hier viele Männer verloren. Sie hätten sich ja einfach hier verstecken können. Ich überlege halt gerade, ob ich vielleicht doch erstmal den Rest der Höhle mir anschaue, bevor ich den offiziellen Weg weitergehe. Also wir wissen ja jetzt, dass wir da lang müssen und ich würde halt aber gerne erstmal gucken, was es noch so gibt in der Höhle. Weil ich nicht weiß, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. Also gehen wir erstmal hier lang. Wer weiß, was für Schätze hier noch auf uns warten. Ich meine, wir haben jetzt schon zwei Fälle eines weißen Wolfes bekommen. Das erinnert mich an Far Cry. An unseren weißen Wolf, Spike. Den wir natürlich nicht das Fell abziehen. Verdammt nochmal, wo kommen wir denn da hin? Auch da liegt wieder eine Leiche. Oh, was soll denn immer diese schwarzmagischen Puppen? Was will ich denn damit? Totaler Schwachsinn. Oh, da ist eine Truhe. Come on, baby, let it rain. Irgendwas Geiles, bitte. Großer Morana-Runstein. Besser als nichts. Das macht, glaube ich, Vergiften möglich bei der Waffe. Und ich glaube, damit haben wir auch uns die Höhle angeschaut. Vielleicht hier noch ein kleiner geheimer Durchgang. Hier hätten sie doch wenigstens noch eine Truhe hinstellen können, verdammt. Weil ich wette mit euch, die meisten gehen nicht dahin. Die sehen das nicht. Die sind nicht so geschult. Haben nicht so einen Waldläuferblick, wie ich das habe. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück und verfolgen das Hauptquest. Müsste da drüben gewesen sein. Schon auch wieder eiskalt das Wasser, aber ich weiß gar nicht, ob Geralt als Hexer überhaupt ein normales Schmerzempfinden hat. Also er kann Schmerzen empfinden auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob es genauso ist wie bei Menschen, wie bei normalen Menschen. Und ob er das gleiche Hitze- und Kälteempfinden hat. Könnte natürlich auch sein, dass er einfach noch intensiver ist, eher noch sensibler ist, keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja jemand, der das die Bücher gelesen hat, vielleicht steht da was drüber drin. Wie sich das Empfinden der Hexer so anfühlt. Komm, wir sprengen die mal in die Luft. Scheiße. Aber nicht, wenn ich daneben stehe, verdammt nochmal. Ich wollte logischerweise mir dieses Spektakel von hier oben in Ruhe anschauen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Verdammt. Ah. Naja, was soll's. Wir werden uns mal lieber ein bisschen heilen. Man weiß ja nie.
Oh, du solltest die anlassen und das hier untersuchen. Ach so. Wieder einfach nur ein Blutfleck, den er nicht untersuchen möchte. Sorry. Das auch nicht. Ich höre schon wieder Harpien. Ach so, der Baum der Harpien, der unter dem, in der Höhle wächst. Interessant. Der Tunnel ist eingestürzt. Sind jetzt alle anderen tot, außer ich quasi? Sieht auch wieder weit verzweigt aus, dieses Gebiet. Wir sprengen das erstmal in die Luft. Sehr schön. Kommen wir jetzt hier irgendwie wohin? Nö, ne? Mal einfach nur aus Spaß an der Freude. Jetzt bringen wir aber erstmal diese scheiß Harpien um. Damit wir uns hier in Ruhe umschauen können, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas Unvorhersehbares passiert. Wie jetzt zum Beispiel fast zu sterben. Und die letzte, dann brauchen wir auch schon wieder Katze. Oh, wir haben keine Katze mehr, das heißt, wir müssen dann auch bald mal wieder nächtigen. Oh, und viel Schnaps. Satteltaschen, aber ich glaube, welche, die wir gar nicht brauchen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? 70 zerschlissene Satteltaschen. Wir haben aber 100 Kapazität. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch schon mit so die höchste und die besten Satteltaschen. Ich glaube nicht, dass es noch bessere gibt, wo man noch mehr extra Gewicht mitnehmen kann, weil 100 ist ja eigentlich schon ziemlich viel. Ich meine, 100 Kilo halt für ein Pferd ist wahrscheinlich, ja, gar kein Stress. Also ich glaube, ein Pferd hat gar kein Problem damit, 100 Kilo zu transportieren auf seinem Rücken. Also eventuell geht da auch noch mehr, ich weiß es nicht. Na, hier geht's eh nicht weiter, also wir müssen dann darüber. Da geht ja auch die Blutspur lang. Also wir könnten da runterspringen, aber ich glaube, da landen wir einfach nur unten in der Höhle. Ich glaube nicht, dass wir da an einem anderen Platz... Oh, Moment. Oh, Kapitänstiefel. Ja, da habe ich mega Bock drauf. Ich will Kapitän werden, deswegen brauche ich eine scheiß Stiefel, die überhaupt gar keine Effekte haben. Aber das ist ja wirklich mal mit so die größte Höhle. Vielleicht sogar die größte Höhle. Aber wobei, die Traumhöhle war auch riesengroß. Muss ich denn jetzt hin? Da hoch? Ja. Aber es könnte mit so die größte Höhle sein, die wir bisher hatten. Die hat den halben Köcher abbekommen. Von wo wurde die denn abgeschossen? Von hier oben? Also wo wir jetzt hingehen oder von da unten? Sehr merkwürdiger Platz, um damit Pfeilen umgebracht zu werden. Weitere Blutspuren. Vielleicht treffen wir ja doch noch den einen oder anderen Überlebenden oder wir treffen jemanden, der gerade am Sterben ist und der seine letzten Worte uns mitteilt. Komm her. Glück gehabt. Komm her, Verschlinger. Das ist so geil, wie die sterben. Als wenn sie an ihrem eigenen Erbrochenen verrecken würden oder so. Das sieht immer ziemlich geil aus. Leere Flasche. Okay. Erstmal alles gelootet, was lootbar ist. Einfach weil ich gerade wieder im totalen Looting-Modus bin. Beziehungsweise ich denke, dass wir hier einfach sonst nichts Anständiges weiter finden werden. Da brauchen wir einfach den Schrott, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Weg, weg, weg! Der stirbt doch gleich! Schnell, schnell, schnell! Boah, war das wieder knapp. Macht einfach so viel Damage, wenn die explodieren. Das ist, boah, der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir heilen uns und dann nehmen wir auch direkt nochmal eine Stunde uns Zeit, um dann die Tränke wieder aufzufüllen. Würde mal interessieren, wie wir die Schnaps denn mittlerweile haben. Wir müssten so viel Schnaps haben.
So, schauen wir mal. Ne, das ist nicht hier drin. Das ist hier, glaube ich. Ne, wo ist denn das? Hier ist der Schnaps drin, oder? Wo ist denn der Schnaps? Bin ich doof? So, wir haben hier das Bier. So, das gehört doch zu Alchemie und Handwerk, Schnaps. Da, ne, 64 mal leere Flasche. Da, 100 mal Zwergenschnaps. Genau 100 mal. Richtig nice. 36 mal demerischer Rockenschnaps. Das ist geil. Und 25 mal Zwerg. Ach so, es kann immer nur auf 100 gestapelt werden. Das heißt 100 mal. Und hier nochmal 25 mal. Aha. Gut, wisst ihr Bescheid? Weiter geht's. Zweigeteilt. Da geht's nochmal nach unten. Warum sind die denn nicht in der Höhle geblieben? Sieht doch fast so aus, als wenn die die Höhle verlassen hätten, aber das ist doch dumm. Der scheint ja nicht hereinzukommen in die Höhle. Da hätten sie ja erstmal warten können, bis, weiß ich nicht, Hilfe kommt. Essen gibt's ja auch, hier gibt's Pilze, hier gibt's alles. Und daher, ich weiß nicht, ob das so schlau war, da einfach zu gehen. Also speichern nochmal, dann würde ich auch sagen, wo sind wir denn jetzt? Dann würde ich auch sagen, liken. Ach, da kommen wir hier raus. Interessant. Boah, wie riesengroß dann die Höhle ist, ne? Wenn man sich überlegt, dass wir, ich weiß nicht, irgendwo hier logischerweise rein sind, vielleicht hier. Und das dann bis hier hinging. Meine Herren. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Ach, wisst ihr was? Ich lese noch ein Buch. Das heißt, die, die Bock haben, ein Buch zu lesen, die bleiben dabei. Und die, die keinen Bock haben, die schalten halt ab und schalten morgen wieder ein. So, was nehmen wir denn heute? Wir haben ja echt fast alles durch. Reisen zwischen zwei Welten, das Imperium der Elemente, das klingt ganz gut. Keine der vier Ebenen oder Dimensionen, wie sie manchmal genannt werden, nämlich Feuer, Wasser, Erde und Luft, sind gewöhnlichen Sterblichen zugänglich. Doch eine bestimmte Klasse von Wesen, die sogenannten Genien, leben darin. Es gibt vier Arten, die den vier Elementen entsprechen. Tatsächlich sind die Kreaturen sogar gewissermaßen die Essenz der Elemente, in denen sie leben. Jeder Genius hat in einem der anderen sein Gegenstück. So haben wir die Mariden, die zum Wasser gehören, und deren Gegenstück in den feurigen Ifriden. Die Erdebene wird von Dao-Genien bewohnt, die komplementäre Luft von Djinns. Diese sind es auch, die unter der für ungeübte Zungen üblichen Vereinfachung dieser Wesensklasse insgesamt den Namen gegeben hat. Genien. Außergewöhnlich mächtigen Magiern ist es, wie man weiß, bereits gelungen, solche Kreaturen zu fangen und an ihren Willen zu binden. In diesem Fall kommen die Magier zu unfasslichen Mächten, ja fast zur Allmacht. Der Genius als Verkörperung der Kraft seines Elements fungiert als Vorrat der Macht, aus dem sein Meister seine Zauber nach Belieben speisen kann, ohne auf seine üblichen Quellen zurückgreifen zu müssen. Nur wenigen gelingt es, sich einen Genius untertan zu machen, da die Macht der Wesen der vier Ebenen nur noch von ihrer Schleue übertroffen wird, wenn es gilt, ein solches Schicksal zu vermeiden. War nochmal interessant. Heiliger Foliant des ewigen Feuers, die Opposition in Nilfgaard. Nehmen wir das noch. Der Kaiser von Nilfgaard hat die absolute Macht und lässt schon das geringste Anzeichen von Ungehorsam hart bestrafen. Nichtsdestotrotz gibt es Kräfte im Kaiserreich, die ihm entgegenstehen. Damit meine ich nicht die verstimmten Anführer der eroberten Provinzen, sondern jene Magnaten innerhalb der Stadt der Tausend Türme, die mit ihrer aktuellen Herrschaft unzufrieden sind. Der Konflikt zwischen dem Kaiser und den Adelshäusern der nilfgaardischen Hauptstadt reicht viele Jahre zurück. Alle Prinzen von edlem Blut und die Magnaten erwarteten, dass der Herrscher eine ihrer Töchter heiraten und einen Erben mit ihr zeugen werde. Der Kaiser hatte jedoch andere Pläne. Das war ein Schlag ins Gesicht der großen Familien, deren Bräute er verschmähte. Die nilfgaardische Opposition wartet geduldig darauf, dass der Kaiser einen Fehler macht, dass irgendwas seine Autorität schwächt, eine Wirtschaftskrise etwa oder eine Niederlage in der Schlacht. Eine Verschwörergruppe wartet nur darauf, einen solchen Moment zu nutzen, um die Unzufriedenen zu mobilisieren, den Kaiser zu ermorden und in einem Staatsstreich einen der ihren auf den Thron zu setzen. Aus naheliegenden Gründen wissen nur wenige von dieser Verschwörung, der scharfe Beobachter der nilfgaardischen Politik können die Anzeichen ihres Wirkens erkennen. Solange die Menschen und die Welt bleiben, wie sie sind, werden sich bestimmte Dinge niemals ändern. Die Unzufriedenen werden immer subversive Gesellschaften mit geheimen Zeichen und verborgenen Plänen hervorbringen. War nochmal nicht schlecht. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, Daumen nach oben, tschüss.